Hallo, Mr. Sinclair? Ja, hier nochmal Morton. Ist Mr. Farthing noch immer nicht aufgetaucht? Auch nicht an einem der anderen Schalter? Ja, ja, bitte. Ja, geben Sie mir sofort Bescheid. Unbedingt, ja. Ja, ja, das hoffe ich auch. Danke. Die Rechnung geht auf. Ein Kriminalhörspiel von David Ellis. Und Mr. Farthing hat Ihr Geschäft wann genau verlassen? 10:15. Aha. Jetzt ist es 11:45. So lange braucht er sonst nicht. Und Sie haben sich bei der Bank vergewissert. Um wie viel Geld handelt es sich, sagten Sie? 6.000 Pfund, ja. Ja, ich gebe es sofort weiter. Ja, es wird gleich jemand zu Ihnen kommen. Aha. Ja, ja. Ja, weiter. Henry Farthing. Farthing, ja? Ja. Ja, haben Sie eine Beschreibung? Wie war das? 1,68. Alter 53. Braunes Haar. Dunkelblauer Anzug. Bowlerhut. Regenmantel. Hell? Dunkel? Aha. Ja, ich fahre selbst hin. Danke. Matthews. Ja, Inspektor. Die Unfallroutine. Ob irgendwo ein gewisser Henry Farthing eingeliefert wurde. Hier ist die Beschreibung. Danke. Wird vermisst oder was? Ja, ja. Angestellter vom Möbelhaus Morton, Life Street. Seit 2 Stunden mit 6.000 Pfund zur Barclay-Bank-Filiale am Piccadilly unterwegs. Vielleicht mitgefangen, mitgehangen? Was heißt das? Ich meine, bei der Supermarkteröffnung Ecke Life Street, Cochrane, da ist doch heute der Riesenrummel mit persönlichem Auftritt von weiß Gott welchen Fernsehstars. Die Abteilung B hat ein ganzes Aufgebot hingeschickt. Sie rechnen mit mindestens 2.000 bis 3.000 Menschen. Ja, da kann man vielleicht mal hocken bleiben, aber doch nicht verloren gehen. Also ich bin bei Morton, wenn es irgendetwas gibt. Also, Mrs. Reynolds, als was genau ist Mr. Farthing in der Firma tätig? Als Expedient, Herr Inspektor. Was heißt das konkret? Er hat die Lieferungen an die Kunden zu disponieren. Wir haben ja ständig Wagen laufen. Soweit ihm Zeit bleibt, betätigt er sich auch als Verkäufer. Das muss er ja schon. Warum? Kann das unter uns bleiben, Herr Inspektor? Soweit es nicht den Fall betrifft, ja. Also, die Gehälter hier sind nicht berühmt. Verkaufsprovisionen sind die einzige Möglichkeit, sich zu verbessern. Aha. Und Sie machen also jeden Morgen um 9.30 Uhr Kassenstand? Ja. Sodass das heutige Geld für die Bank die Einnahmen vom Samstag gewesen wären? Jawohl. Deswegen auch der große Betrag? Nein, nicht nur deswegen. Wir haben diesen Monat einen Räumungsverkauf. Wie hat sich der heutige Betrag zusammengesetzt? Ja, einen Moment. Ich suche Ihnen gleich eine Kopie heraus. Ah ja, bitte. Wo wird das Geld nachts aufbewahrt, beziehungsweise in diesem Fall ja über das Wochenende? In Mr. Mortons Safe. Läge es auf der Bank nicht sicherer? Nein, unser Safe ist absolut sicher. Hat sich das schon in der Praxis erwiesen oder wie meinen Sie das? Das nicht, nein. Aber die Herstellerfirma garantiert für Einbruchssicherheit, sonst hätte Mr. Morton ihn nicht angeschafft. Wir bewahren ja auch unsere ganzen Ratenzahlungsverträge darin auf. Ja, hier ist der Durchschlag. Danke. Also, 1.752 Pfund in Schecks und 4.239 Pfund und 43 Pence in Bar. Ah ja, danke. Bitte sehr. Und Mr. Farthing bringt das Geld zur Bank? Ja. Nein, was ich meinte ist, erledigt das auch manchmal ein anderer Angestellter? Oh nein. Das ist doch nicht gerade der Job eines Expedienten. Nein. Wie lang betätigt sich Mr. Farthing schon als Geldbote? Ja, das müssen Sie Mr. Morton fragen. Als ich hier anfing, gehört es jedenfalls schon zu seinen Aufgaben. Oh, Entschuldigung. Hauptbuchhaltung, Reynolds. Ja, einen Moment bitte. Für Sie, Inspektor. Danke. Ja, Quinn. Ah ja. So. Danke, Matthews. Kommen Sie dann auch hierher, ja? Gut. Ja, kein Mr. Farthing in Krankenhäusern oder Unfallstationen. Ach.
Sie wissen sicher, welchen Weg Mr. Farthing zur Bank nimmt? Ja, ja. Er geht natürlich die High Street hinunter, dann rechts ab und das kurze Stück Elgin Road zum Piccadilly. Natürlich. Heißt das, dass er seine Route nie variiert? Nein, nie. Ja, und hat sich schon mal jemand überlegt, dass er sich damit potenziellen, naja, sagen wir, Interessenten unter Umständen in die Hände spielt? Nicht, dass ich wüsste. Na, darüber werde ich mich mit Mr. Morton noch einmal unterhalten. Naja, in der High Street fand doch heute dieser Rummel statt. Ach, Sie meinen die Eröffnung des neuen Supermarkts? Ja, ja, ja. Würden Sie es für möglich halten, dass Mr. Farthing sich dort aufgehalten hat, um sich das Treiben zu besehen? Oh nein, nicht mit Mr. Mortons Geld in der Tasche. Nach dem Gang zur Bank, ja, das vielleicht. Ja, aber wir wissen, dass es ein Nach nicht gegeben hat. Ja. Aber ich hätte gern Mr. Farthings Adresse, Mrs. Reynolds. Ja, da muss ich nachsehen. Einen Augenblick. Ich ja, weiß nur, dass er bei einer Mrs. Bates... Na, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Inspektor? Leider nur negativer Art. Mr. Morton, wie lang betätigt sich Mr. Farthing schon als Geldbote bei Ihnen? Ach, schon seit meines Vaters Zeiten. Mindestens 20 Jahre, würde ich sagen. Wissen Sie irgendetwas über seine privaten Verhältnisse? Nur, dass er Junggeselle ist, der Glückliche. Darf ich fragen, wie viel er verdient bei Ihnen? Ja, selbstverständlich. Aber das weiß Mrs. Reynolds noch genauer. Ja, das schwankt natürlich nach der Höhe der Provision. Aber im Durchschnitt sind es 90 bis 100 Pfund pro Monat. Warten Sie. Hier die Adresse. Farthing Henry, Galway Road 29. Galway Road 29. Ach ja, und bei einer Mrs. Yates, nicht Bates. Ah, danke, Mrs. Reynolds. Okay. Noch eine Frage, Mr. Morton. Warum lassen Sie eigentlich Ihre Einnahmen nicht abends noch zur Bank schaffen, in den Nachtsafe? Weil man das Geld in diese kleinen Ledersäckchen verstauen muss, die dem Boten sehr leicht aus der Hand zu reißen sind. Ja, aber trägt Mr. Farthing das Geld nicht sowieso in einer Mappe zur Bank? Nein. Sondern? In seinen Jacken- und Hosentaschen. Ah. Das war meine Idee. Ich ging davon aus, dass auf diese Weise wenigstens kaum das Ganze geraubt werden kann. Ja, und Sie haben sich nie überlegt, sich auf ein Geldtransportunternehmen zu abonnieren? Doch, aber die sind so verdammt teuer. Die Sicherheit wären die Kosten nicht wert? Ich bin gegen Diebstahl selbstverständlich versichert. Mr. Farthing hoffentlich auch. Wieso? Ja, am heutigen Morgen zur Bank zu gelangen, das dürfte nicht leicht gewesen sein. Tausende von Menschen vor dem Supermarkt. In dem Gewühl kann natürlich leicht etwas passieren. Ach Gott, hoffentlich ist dem nichts zugestoßen. Das hoffe ich auch, Mrs. Reynolds. Aber bei gewissen Summen hört für gewisse Leute die Zimperlichkeit auf. Inspektor, wenn das nicht nach einem Junggesellenleben aussieht? Ja, weiß Gott. Wir sollten feststellen, ob er noch irgendwelche Verwandte hat. Das weiß vielleicht Mrs. Yates, die Vermieterin. Oh, haben Sie das schon gesehen, Inspektor? Was? Die Fotografie auf der Kommode, hier. Das blonde Mädchen, ja. Irgendwas im Schrank? Zwei Anzüge, ein paar einzelne Hosen, ein Mantel. Alles schon recht abgetragen. Vielleicht ist er durchgebrannt, um sich neu auszustaffieren. Ich bin nicht so sicher, dass er durchgebrannt ist. Ich habe eher den Eindruck, dass er vorhatte, heute Abend nach Hause zu kommen. Ja, der Schlafanzug liegt auf dem Bett bereit. Hey, was haben wir denn da? Eine Eintrittskarte zu einem Konzert in der Albert Hall. Für heute. Guter Platz? Nein, billig. Sieht alles nach Sparsamkeit aus, wie? Hm. Und in den Taschen? Säuberlich geleert. Ein ordentlicher Knabe, würde ich sagen. Mit nicht den besten Augen. Wieso? Hier, eine Brille in der Schublade. Ach, ziemlich starke Gläser. Sein Herz ist auch nicht das Beste. Oder was hat die Buchhalterin gesagt? Naja, er scheint schon ein paar Mal Beschwerden gehabt zu haben. Ein kleiner, kurzsichtiger, älterer Mann mit nicht ganz zuverlässigem Herzen. Das ideale Opfer für einen Geldräuber. Ja, hier ist noch ein Koffer. Wo? Hier, hinter dem Wandschrank. Mit einem Schild Gepäckaufbewahrung Omnibus Bahnhof Chester. Naja, hat vielleicht Freunde da draußen. Ja, da ist auch noch eine Angelroute. Chester ist, glaube ich, ein beliebter Ausgangspunkt für Sportangler, oder? Ja, ich glaube.
Er scheint sowieso kein Stubenhocker zu sein. Die meisten Bücher hier auf dem Gestell behandeln Frischluftthemen. Na, dann kann er sich ja in seinem kleinen Büro beim Morton nicht glücklich fühlen. Nein. Noch irgendwas im Wandschrank? Sonst nichts. Was wird er zahlen für das Zimmer, Matthews? Tja, so um die 20 Pfund im Monat. Es kommt drauf an, was inbegriffen ist. Ja? Herr Inspektor? Ja, Mrs. Yates? Ich muss weg in ein paar Minuten. Brauchen Sie noch länger? Nein, 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 wir sind gleich fertig. Aber sagen Sie, wie lange wohnt Mr. Farthing schon bei Ihnen, Mrs. Yates? Na, im September werden es 10 Jahre. Wissen Sie, wo er vorher gewohnt hat? Er hat mit seiner Schwester zusammengelebt. Aber als sie dann nach Australien heiratete, gab er die Wohnung auf. Hm. Ist das seine Schwester hier auf der Fotografie? Ja, aber es ist eine alte Aufnahme. Irgendwo gibt's noch eine mit ihren 2 Kindern. Und hier, das ist das Bild von Mr. Farthing. Ich hab's gefunden. Mhm, danke. Wann ist das wohl aufgenommen? Na, ich glaube vor 2 Jahren, während eines Urlaubs in Schottland. Wenn Sie erlauben, nehme ich das erstmal an mich. Matthews, stellen Sie Mrs. Yates seine Quittung auf. Ja. Mrs. Yates, ja? Hat Mr. Farthing viele Freunde, soweit Sie wissen? Na, ich weiß von gar keinem. Mir gegenüber hat er jedenfalls noch nie von jemand anderem gesprochen als von Jane. Von seiner Schwester? Ja. Sie stehen wohl sehr gut miteinander. Ich glaube, Mr. Farthing vermisst Sie sehr. Wissen Sie zufällig Ihren jetzigen Namen? Ja. Jane Duncan. Jane Duncan. Ich lese ihn immer auf ihren Luftpostbriefen. Sie schreibt ihm jede Woche. Ach, so regelmäßig? Ja. Wenn am Donnerstagmorgen nichts von ihr eintrifft, ist Mr. Farthing immer gleich beunruhigt. Komisch. Wir haben keinen einzigen Brief gefunden, was, Matthews? Nein. Tja, ich kann Ihnen nicht sagen, Inspektor, wo er seine Korrespondenz aufbewahrt. Aber was interessiert Sie, seine Schwester? Ach, von einem Mann, den man sucht, möchte man sich ein Bild machen. Ja, Inspektor, ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. Einen Augenblick noch, Mrs. Yates, dann brechen wir auch auf. Letzte Frage. Ist Mr. Farthing ein angenehmer Mieter? Er hat mir noch nie Grund zur Klage gegeben. Und seine Miete zahlt er pünktlich? Ja. Wie zahlt er? Mit Scheck. Von welcher Bank? Barclay. Dürfte ich bitte das Mietbuch sehen? Na, haben Sie denn ein Recht dazu? Ich meine, Mr. Farthing hat sich doch nicht zu Schulden kommen lassen, oder? Ich kann Ihnen versichern, dass ich das Recht habe. Und jetzt darf ich Ihnen noch einmal die Frage stellen. Zahlt Mr. Farthing seine Miete pünktlich? Na, bis vor kurzem jedenfalls. Bis vor kurzem? Mit anderen Worten, im Augenblick ist er im Rückstand. Ja. Ja oder nein, Mrs. Yates? Ja, aber es ist nicht viel. Wie viel genau? 2 Monate. Und das war bis dahin nie vorgekommen? Nein. Seit er hier wohnt, hat er mir pünktlich jeden ersten seinen Scheck gegeben. Hat er Ihnen irgendeinen Grund genannt, warum er im Rückstand ist? Nein. Aber ich habe auch keinen Anlass, ihn danach zu fragen. Ich weiß, dass er bezahlen wird, sobald er kann. Inspektor, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich komme zu spät. Wo arbeiten Sie, Mrs. Yates? Im Eden Hotel an der Garderobe. In einer halben Stunde fängt mein Dienst an. Wir nehmen Sie im Wagen mit. Ja, das ist aber freundlich. Ich bin gleich fertig. Ich hole mir nur noch schnell meinen Mantel. Ja, ja, es ist schon gut. Kommen Sie, Matthews, wir warten unten auf Mrs. Yates. Sie hat die Quittung für das Foto liegen lassen. Oh, die können Sie ja hier unten auf den kleinen Tisch in der Diele legen. Ja, ist gut. Sehen Sie mal, Inspektor. Ein Brief an Mr. Henry Farthing. Muss mit der 2. Post gekommen sein. Was für einen Reklamespruch hat er sich denn da wieder einfallen lassen, unser Freund Monty Stone. Sehen Sie mal, sogar das Verlieren macht Spaß bei Monty Stone. Wollen wir wetten? Mr. Morton? Ja, Mrs. Reynolds? Ich wollte Sie nur fragen, Mr. Farthing hat sich doch letzte Woche einen verbilligten Schreibtisch gekauft. Ja. Ja, er wollte ihn für heute zu sich nach Hause schicken lassen, aber die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Naja, wenn schon so disponiert ist, schicken Sie ihn ab. Ja, gut, Mr. Morton. Sollte Farthing was zugestoßen sein, können wir uns das Möbel ja wiederholen. In Ordnung, Mr. Morton. Entschuldigung, Inspektor. Ja, Monty Stone?
Ja, ich höre. Also zweimal Sieg auf Mundschalt. Bene, bene. Und was macht die Frau Gemahlin? Tatsächlich? Na, Sie sollten eben nicht Ihr ganzes Gehalt bei mir verwetten. Stimmt's oder nicht? Bye, bye. Harry! Ja? Zweimal Sieg Mundschalt für Mr. Oscar Wilde. Okay, Mr. Stone. Zweimal Sieg Mundschalt für Mr. Oscar Wilde. Wieso Mr. Oscar Wilde? Deckname, Sergeant. Gibt viele bei uns. Maria Stewart, Julius Caesar, Abraham Lincoln, was Sie wollen. Steht Henry Farthing auch unter einem Decknamen bei Ihnen? Nein. Hier. Sehen Sie? Da ist er. Henry Farthing. Wie lange ist er schon Kunde bei Ihnen? Dreiviertel Jahr, sowas. Und hat von Anfang an verloren? Nein, erst hat er hin und wieder ein paar Pfund gewonnen. Versteht er was von Pferden? Er weiß, dass sie zur Gattung der Vierbeiner gehören. Wann fing es an, dass er regelmäßig verloren hat? Naja, so vor einem halben Jahr. Ich habe ihm gesagt, er soll aufhören. Aber er wollte es ja partout erzwingen. Monty Stone, der Freund der Wettfreunde. Geben Sie allen Stümpern gute Ratschläge? Nur den paar wenigen, die zugeben, dass sie Stümper sind. Die Gewitzten und die Eingebildeten sollen für sich selber sorgen. Aber als er nicht hören wollte, ließen Sie ihn machen. Ich dachte, er soll mal Lehrgeld bezahlen. In Ihre Kasse. Ich betreibe ja kein Wohltätigkeitsinstitut. Und was hat Sie so sicher gemacht, dass Farthing seine Schulden auch zahlen würde? Ich habe Erkundigungen eingezogen. Feste Anstellung, ordentliches Gehalt. Er sah mir nicht nach einem Risiko aus. Warum haben Sie ihm dann geschrieben? Er hatte seine Kreditgrenze erreicht. Und auf wie viel belaufen sich seine Schulden? Rund 70 Pfund. Ah, dann meinen Sie wohl Sergeant Brown, Sir. Nein, er ist erst morgen Nachmittag um 2:30 wieder im Dienst. Gut. Jawohl. Danke. Matthews. Inspektor. Haben Sie sich die Summe genau geben lassen? Ja, Moment. 69 Pfund und 73 Pence. Ungefähr so viel schuldet er auch an Miete. Was zum Teufel hat der Kerl mit seinem Gehalt angefangen? Frauen kaum, wie? Kaum. Obwohl man ja nie wissen kann. Die Fahndung habe ich eingeleitet mit dem Bild, das wir von Mrs. Yates bekommen haben. Bei ihr habe ich auch nach der Adresse seiner Schwester gefragt. Sie weiß aber nur, dass sie irgendwo bei Perth lebt, in Australien. Ein Fernschreiben an die Kollegen dort ist schon unterwegs. Wenn sie so gut mit ihrem Bruder steht, wie Mrs. Yates annimmt, würde sie ihn notfalls natürlich verstecken. Falls er bis dahin käme. Aber etwas ist ja wirklich merkwürdig. Was denn? Dass er nicht wenigstens ihren letzten Brief aufgehoben hat. Entschuldigung, Inspektor. Was gibt's, Thompson? Da will Sie jemand sprechen. Ein Mr. Henry Farthing. Danke, Inspektor. Bitte, bitte. Der Tee hat wirklich gut getan. Ja, also, wo soll ich anfangen? Am besten im Geschäft von Mr. Morton. Heute früh um 9:30. Ja. Also, ich bin wie üblich losgegangen. Mit dem Geld, die High Street hinunter. Vor dem Supermarkt stand eine Riesenmenschenmenge. Ja, irgendein Fernsehschlagersänger trat wohl persönlich auf. Naja, richtig. Ja, ich musste natürlich versuchen, irgendwie durchzukommen. Die Menschen standen tatsächlich dicht gedrängt bis zur anderen Seite. Ich hatte es schon fast geschafft, als ich angegriffen wurde. Angegriffen? Ach, würden Sie das bitte etwas näher erläutern? Na, irgendjemand hat mir plötzlich die Arme nach hinten gebogen. Das hat ziemlich wehgetan. Ja, wer da irgendjemand war, können Sie aber nicht sagen. Leider nein. Man hat mir die Brille heruntergerissen und einen Wattebausch mit Chloroform vor die Nase gehalten, ehe ich mich noch umdrehen konnte. Woher wissen Sie, dass es Chloroform war? Ja, vom Geruch, Inspektor. Vom Geruch. Ich war Sanitäter im Krieg. Ja. Ja, na dann mal weiter, Mr. Farthing. Was dann? Ich verlor natürlich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, saß ich im Fond eines Wagens, der sehr schnell fuhr. Ich hatte jedenfalls den Eindruck. Haben Sie Ihre Brille zurückbekommen? Erst später. Wie gut können Sie ohne Brille sehen? Sie meinen vermutlich, ob ich die Gesichter der Männer sehen konnte, die im Wagen saßen. Nein, Inspektor, leider nicht. Sowieso nicht. Wieso sowieso? Sie saßen vorn. Wie viele? Zwei. Hat man mit Ihnen gesprochen?
Einer hat einmal gesagt, ich solle ja keinen Krach machen. Würden Sie seine Stimme wiedererkennen? Schwer zu sagen. Er hat die Stimme irgendwie verstellt, kam mir vor. Waren Sie gefesselt, Hände, Füße? Nein. Fahren Sie fort, Mr. Farthing. Ja. Schließlich hielt der Wagen und man befahl mir auszusteigen. Der am Steuer saß, lehnte sich im Abfahren noch aus dem Fenster und steckte mir meine Brille wieder in die Jackentasche. Sie sehen ja, ich trage sie wieder. Ja. Was für ein Wagen war es? Kann ich nicht sagen. Es war schon zu dunkel, auch fürs Nummernschild. Vor allem, bis ich die Brille wieder auf hatte. Fuhr der Wagen denn nicht mit Licht? Nein, nach den Rücklichtern habe ich als erstes gesehen. Warum? Na ja, manche Wagen haben doch besondere Rücklichter, an denen man die Marke erkennen kann. Richtig, Mr. Farthing. Richtig. Ja, was haben Sie nun gemacht, nachdem Sie ausgesetzt waren? Das Einzige, was ich machen konnte. Ich bin losgelaufen. Gleich? Ja. Sie haben nicht erst in Ihre Tasche gegriffen und nachgesehen, ob das Geld noch da war. Wieso, habe ich das nicht gesagt? Nein. Nach dem Geld habe ich schon im Wagen gesucht und zwar, als Sie mir sagten, ich solle keinen Krach machen. Entschuldigung, also das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja. Wo haben die Männer Sie ausgesetzt, Mr. Farthing? Auf der Straße, die durch Horsham zur A23 führt. Sie scheinen sie gut zu kennen. Na ja, die bin ich schon oft zu Fuß gegangen. Im Sommer ist es dort wunderhübsch. Um die Jahreszeit natürlich... Wie kamen Sie zurück, Mr. Farthing? Ich habe natürlich versucht, jeden Wagen anzuhalten, der vorbeifuhr, aber es hat lange gedauert, bis ich schließlich ein Lastwagenfahrer meiner erbarmte. Ach, haben Sie den Namen des Lastwagenfahrers notiert, der Sie mitgenommen hat? Oh ja, auch die Adresse. Ich dachte mir schon, Sie würden ihn vielleicht gern als Zeugen hören. Wollen Sie sie haben? Nachher. Danke, danke. Im Augenblick hätte ich gern, dass Sie noch einmal von vorn beginnen. Wie meinen Sie? Ich soll die ganze Geschichte noch einmal erzählen? Ja. Ja, für den Fall, dass Sie irgendetwas übersehen haben. Ich bin ziemlich müde, Inspektor. Könnten wir das nicht morgen früh machen? Nein. Ich möchte, dass Sie es mir jetzt noch einmal erzählen, solange Sie alle Details noch frisch vor Augen haben. Also schön. Aber danach kann ich nach Hause gehen. Aber sicher, Mr. Farthing. Also... Wann genau sind Sie heute Morgen von Mortons weggegangen? Oh, Mr. Farthing. Guten Abend, Mrs. Yates. Oh, ich bitte um Verzeihung, Mr. Farthing. Aber ich habe Licht unter Ihrer Tür gesehen und ich dachte, ich hätte es brennen lassen. Ich habe nicht gewusst, dass Sie da sind. Schon gut, Mrs. Yates. Wie geht's Ihnen denn? Ich bin ziemlich müde, das ist alles. Mortons haben meinen Schreibtisch geliefert, sehe ich. Ja, heute Nachmittag. Ich wollte gerade wieder zur Arbeit gehen, als der Lieferwagen kam. Macht sich gut in der Ecke, nicht wahr? Ja, sehr. Ja, ich glaube, die Lampe hier, die stelle ich da nachher. Ja, sonst haben Sie nicht genug Licht. Oh, und die Männer, die den Schreibtisch brachten, sagten irgendetwas... dass Sie den Schlüssel nicht finden konnten. Ich weiß, wo Sie sind. Dann ist alles gut. Wollen Sie noch etwas essen, Mr. Farthing? Nein, vielen Dank. Ich habe auf dem Polizeirevier etwas bekommen. Ach, Sie waren auf der Polizei? Ja, ich dachte, man wird wissen wollen, was mir passiert war. Ja, ja. Ich meine, mich geht's ja nichts an, Mr. Farthing, aber was war denn passiert? Mrs. Yates, das erzähle ich Ihnen ein andermal. Ja, ich bin wirklich sehr müde. Ja, legen Sie sich schlafen, natürlich. Das Frühstück bitte um 8 Uhr, wie üblich, Mrs. Yates. Selbstverständlich, Mr. Farthing. Gute Nacht, Mrs. Yates. Gute Nacht, Mr. Farthing. Haben Sie mit dem Kommissar gesprochen, Inspektor? Ja. Und was meint er? Er glaubt nicht an Farthings Unschuldsbericht. Sie eher, was? Naja, ich kann natürlich auch nicht die Tatsachen leugnen. Und drei Umstände sprechen ja wirklich gegen ihn. Erstens, er hat seit einiger Zeit sein Konto überzogen. Das hat der Filialleiter seiner Bank heute Nachmittag mitgeteilt. Und keinerlei Anstalten gemacht, es wieder ins Reine zu bringen. Zweitens, er steht bei Monty Stone wie auch bei seiner Zimmerwirtin in der Kreide. Drittens, na hier, lesen Sie selbst. Danke. Ah, Fernschreiben aus Perth. Ja. Jane Duncan, geborene Farthing,
seit einem Jahr durch Autounfall des Mannes verwitwet, lebt in schwierigen Verhältnissen mit zwei jungen Kindern, kann Haus und Hof nur dank Unterstützung des Bruders aus England halten. Farm trotzdem, ohne baldigen größeren Zuschuss, vor dem Ruin. Womit wir das Motiv hätten. Die Eltern starben, als die Tochter noch klein war. Der ältere Bruder hat sie mehr oder weniger aufgezogen. Und trotz diesen Tatsachen halten Sie es immer noch für möglich, dass Farthing unschuldig ist? Für möglich schon. Moment. Kriminalpolizei, Inspektor Quinn. Ja, Bill? Ja. Ja. Vielen Dank. Tja, vierter und vorläufig letzter Punkt. Was war denn? Ich habe Brown beauftragt, bei den Postämtern zu checken, ob Farthing seit gestern Geld an seine Schwester überwiesen hat. Und? Gestern Vormittag. Telegrafisch. 200 Pfund. Bitte nehmen Sie doch Platz, Inspektor. Danke, Mr. Farthing. Also? Jawohl. Die Information ist richtig. Ich habe mein Konto überzogen. Und leider bin ich auch im Rückstand mit meiner Miete. Aber das soll ja wohl vorkommen, dass man mal Schulden hat. Wie haben Sie sich denn das eingebrockt? Muss ich die Frage beantworten, Inspektor? Was wäre besser für Sie? Na schön. Ich habe mir eine sehr schlechte Angewohnheit zugelegt. Ich habe angefangen zu spielen, beziehungsweise zu wetten. Mit dem Resultat, dass Sie auch im Wettbüro bei Monty Stone Schulden haben. 70 Pfund im letzten Fall. Na, dann haben Sie ja die Antwort auf Ihre Frage. Tja, noch etwas, Mr. Farthing. Wo bewahren Sie die Briefe Ihrer Schwester auf? Ich bewahre sie nicht auf, ich werfe sie weg. Warum? Wenn ich einen Brief beantwortet habe, brauche ich ihn nicht mehr. Ich kann es nicht leiden, Papier herumliegen zu haben. Ist das Ordnungsliebe? Was meinen Sie? Ich meine, Mr. Farthing, dass wir zum Beispiel aus Briefen Ihrer Schwester hätten entnehmen können, dass sie verwitwet ist und mit zwei kleinen Kindern und einer verschuldeten Farm in sehr schwierigen Verhältnissen lebt und von Ihnen unterstützt wird. Das sind private Angelegenheiten, Inspektor, die mit dem Geldraub nichts zu tun haben. Ah ja, Sie haben offensichtlich Nachforschungen in Australien angestellt. Hat man meiner Schwester womöglich gesagt, dass ich vermisst werde? Ja, aber wir haben bereits veranlasst, ihr Nachricht zu geben, dass Sie wieder gefunden und wohlauf sind. Danke, Inspektor. Nichts zu danken. Mr. Farthing, bestehen Sie immer noch darauf, dass Ihnen das Geld geraubt wurde? Selbstverständlich. Ich habe eine andere Theorie, Mr. Farthing. Nämlich? Dass Sie lügen. Ich würde sagen, Sie haben Ihr Bankkonto überzogen. Sie haben es dann mit Wetten versucht, vergeblich. Und standen schließlich vor einer Situation, in der Ihnen nur noch die Flucht nach vorn übrig blieb. Mr. Mortons Geld, mit anderen Worten. Der Schluss würde zumindest naheliegen. Das soll nicht heißen, dass Sie nicht vorhatten, Ihre persönlichen Schulden baldmöglichst zurückzuzahlen. Meine Schwester hätte nie gestohlenes Geld akzeptiert. Sie hätten ihr ja kaum gesagt, woher es stammte. Und bis sie dahinter gekommen wäre, wäre es vermutlich verbraucht gewesen. Ich sehe, was Sie meinen, Inspektor. Trotzdem, ich habe Mr. Morton nicht bestohlen. Wie erklären Sie mir dann die Tatsache, dass Sie 10 Minuten nach Verlassen des Geschäfts telegrafisch 200 Pfund an Ihre Schwester überwiesen haben? Sehr einfach. Das war mein eigenes Geld. Das Sie woher hatten, wenn ich fragen darf? Ich war am Samstagabend beim Hunderennen. Beim Hunderennen? Ja. Und ich hatte ausnahmsweise Glück. Ich habe 200 Pfund gewonnen. Können Sie das beweisen? Nein, ich habe meine Wette am Totalisator abgegeben und als Sie mir den Gewinn auszahlten, behielten Sie die Quittung. Ja, ich kenne die Prozedur. Na eben. Ist das dann alles, Inspektor? Ich meine, haben Sie noch weitere Fragen? Nein, Mr. Farthing. Dann darf ich Sie zur Türe begleiten. Moment, Mr. Farthing. Ich fürchte, ich muss Sie bitten, mich noch ein Stück weiter zu begleiten. Soll das heißen, dass Sie mich verhaften? Das soll es heißen. Jawohl.
Irgendetwas Neues, Mrs. Reynolds? Ja, Ihre Frau hat angerufen, Mr. Morton. Sie kommt Sie hierher abholen und würde gern irgendwo mit Ihnen zu Abend essen. Oh, da müssen Sie mir aushelfen. Aber gern. Ich habe nicht genug bei mir. Sonst nichts? Nein. Ja, und was war auf der Polizei? Was geschieht mit Mr. Farthing? Er kommt in Untersuchungshaft. Oh nein. Oh, das ist ja furchtbar für ihn. Glauben Sie, dass ich ihn besuchen darf? Da müssen Sie Inspektor Quinn fragen. Ja, im Übrigen, den Schreibtisch hat Farthing also nicht bezahlt? Nein, noch nicht. Er hat damals gesagt, er gibt mir einen Scheck, aber das hat er dann wohl vergessen. Naja, ist weiter kein Schaden. Er hat ja seine letzte Provision noch zugute. Ja, ja. Das dürfte die Sache in etwa decken, nicht wahr? Ja, sicher. Falls Sie ihn im Gefängnis sehen, können Sie mir erklären, dass wir seine Provision mit dem Schreibtisch verrechnen. Jawohl, Mr. Morton. Bitte. Danke, Herr Wachtmeister. Ja, Mr. Farthing, eine gute Nachricht habe ich. Wenigstens kommt die Sache sehr schnell zur Verhandlung. Warten würde mich nicht stören, wenn es zu meinem Vorteil wäre. Wäre es aber nicht. Die Anklage gegen Sie beruht zwar lediglich auf Indizien, aber soweit ich sehe, würde Warten bis zum jüngsten Tag nicht helfen, die zu widerlegen. Sehr optimistisch scheinen Sie ja nicht zu sein, Mr. Goodwin. Ein Anwalt soll seinen Klienten keine falschen Hoffnungen machen, Mr. Farthing. Zugegeben, einen Schönheitsfehler für die Anklage hat die Sache natürlich. Das Geld ist noch nicht gefunden worden. Abgesehen von den 200 Pfund, die Sie Ihrer Schwester geschickt haben. Und das war mein Geld. Ich habe es beim Hunderennen gewonnen. Haben Sie gesagt, haben Sie gesagt. Aber leider erklären die Leute vom Totalisator, sie könnten sich unmöglich an ein einzelnes Gesicht erinnern. Nicht einmal, wenn Sie einen so relativ hohen Gewinn auszahlen? Leider nein. Es gab einige größere Gewinne an dem Abend. Aber ich habe der Polizei doch sogar den Namen des Hundes angegeben, auf den ich gesetzt habe. Satansbrut. Hilft das denn gar nichts? Dass Satansbrut gewonnen hat, können Sie auch der Zeitung entnommen haben. Sie sind wirklich nicht ermutigend, Mr. Goodwin. Ich muss Sie auf die Schwächen Ihres Falles hinweisen. Aber man kann mich doch nicht ins Gefängnis stecken, weil ich meiner Schwester 200 Pfund geschickt habe. Nein, natürlich nicht. Aber auf dem Hintergrund Ihrer Verschuldung und der Situation Ihrer Schwester sieht das natürlich nicht gerade rosig aus. Ja, also ich hatte Sie doch gebeten, sich noch einmal genau die Ereignisse des Montagvormittags vor Augen zu führen. Haben Sie das getan? Dutzende Male, ich habe ja genügend Zeit. Ist Ihnen noch irgendwas eingefallen, was uns von Nutzen sein könnte? Nein, bedauere, Mr. Goodwin. Hm. Von den Männern, die Sie angegriffen haben, können Sie keine Beschreibung geben? Nein. Hm. Nicht einmal den flüchtigsten Eindruck? Nein. Hm. Naja. Aber noch einmal im Wagen. Ich meine, ich weiß, dass Sie ohne Brille nicht gut sehen, aber können Sie sich nicht wenigstens an irgendwas erinnern, was die Männer anhatten? Ich hab's ja versucht, Mr. Goodwin, aber es war eben dunkel im Wagen. Und wir fuhren durch eine unbeleuchtete Landstraße und... Ja? Ich glaube, mir fällt etwas ein. Ja, aber das war schon vorher. Ja, Mr. Farthing? Das war noch auf der Straße, als sie mir die Arme nach hinten drehten. Ja, mir ist so, als hätte ich in dem Moment mit den Fingern etwas berührt. Etwas berührt? Ganz kurz bevor sie mir das Chloroform unter die Nase hielten, habe ich mich an irgendetwas festgehalten. An was? Ich glaube, es war ein Knopf. Ein Knopf? Richtig. Ich spüre es noch. Ein Knopf zwischen meinen Fingern. Ein Knopf zwischen Ihren Fingern? Ja, es war ein Knopf. Ein Knopf, ja. Das dürfte kaum ausreichen, jemanden zu identifizieren. Ja, sicher nicht, aber übrigens, es war kein gewöhnlicher Knopf, glaube ich. Sondern? Kein gewöhnlicher Knopf. Nein, aus Metall war er und er hatte irgendeine Prägung. Sie meinen, es war ein Messingknopf? Ja, Messing oder was immer. Ja, das würde heißen, dass zumindest einer der beiden Männer eine Uniform getragen hätte. Aha. Was für eine Uniform wäre dann die nächste Frage? Keine Ahnung. Die Männer
wussten, dass es an dem Tag vor dem Supermarkt zu einer großen Menschenansammlung kommen würde. Sie hatten den Chloroformbausch vorbereitet. Auf Umstehende sollte es den Eindruck machen, als wären Sie im Gedränge ohnmächtig geworden. Ja, wahrscheinlich. Da gehen wir einen Schritt weiter. Wo immer große Menschenansammlungen zu erwarten sind, ist wer mit von der Partie? Die Polizei. Nicht nur. Auch noch andere Uniformierte, Mr. Farthing. Die Sanitäter. Miss Lane, Sie haben also an dem fraglichen Tag als Schwester einer Unfallambulanz bei der Supermarkteröffnung Bereitschaftsdienst gemacht. Nun möchte ich von Ihnen hören, gab es Unfälle, bei denen Sie erste Hilfe zu leisten hatten? Ja, mehrere. Können Sie bitte etwas lauter sprechen, Miss Lane? Ich möchte, dass das Gericht Ihre Aussage klar und deutlich hört. Entschuldigung. Ja, ich hatte mit mehreren Fällen zu tun. Gab es auch Fälle, mit denen Sie persönlich nichts zu tun hatten? Ja, die wurden von anderen Helfern unserer Ambulanz betreut. Sie kennen alle Helfer Ihrer Ambulanz? Die regulären, ja. Ach, gab es auch Fälle, die von Sanitätern betreut wurden, die Sie nicht kannten? Doch, ja. Ich habe einen Mann gesehen, der in Ohnmacht gefallen war. Der wurde von zwei mir unbekannten Sanitätern betreut. Und wie ist das zu erklären? Bei Tageseinsätzen fallen immer eine ganze Reihe von unseren Freiwilligen aus und... Weil sie im Beruf stehen? Ja, und dann werden je nach Bedarf verfügbare Freiwillige von anderen Unfallstationen ausgeliehen. Ja, und die fraglichen beiden hielten Sie für solche? Ja. Miss Lane, erinnern Sie sich, was die zwei Sanitäter, die Sie also nicht kannten, mit dem Ohnmächtigen gemacht haben? Sie haben ihn weggetragen. Ich nahm an zu dem Friseurgeschäft, in dem wir eine kleine Erste-Hilfe-Station eingerichtet hatten. Wenn Sie den Mann wiedersehen würden, den, der weggetragen wurde, meine ich, würden Sie ihn erkennen? Ich glaube schon. Wollen Sie sich einmal hier im Gerichtssaal umsehen, Miss Lane, und mir sagen, ob er anwesend ist? Ja, er ist anwesend. Würden Sie bitte auf ihn zeigen? Es ist der Herr auf der Anklagebank. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt, Matthews? Der Kommissar hat mich losgeschickt wegen dieser Hotelbrandsache. Also, Farthing ist davon gekommen? Für nicht schuldig befunden, wenn Sie das meinen. Es müssen tatsächlich Gauner gewesen sein, die ihn weggetragen haben. Denn der Leiter der Unfallambulanz erklärte, dass an dem Tag keine Helfer von anderen Stationen ausgeliehen worden waren. Der Alte ist natürlich wenig begeistert vom Lauf der Dinge. Er kann's nun mal nicht leiden, wenn die Verteidigung einen Überraschungszeugen aus dem Hut zaubert, der seinen Fall abserviert. Sie haben ihm aber gesagt, dass Farthing uns gegenüber den Knopf nie erwähnt hat? Das habe ich. Aber dazu meint er, man wartet eben nicht darauf, dass solche Dinge erwähnt werden, man findet sie selber. Für was hält er uns für Hellseher? Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Wir machen uns auf den Weg und suchen nach diesen zwei Schwindelsanitätern. Gut. Hat die Schwester eine Beschreibung geben können? Ja, sie hat es versucht, aber es kam nicht viel heraus dabei. Wir können uns praktisch nur an die Uniformen halten. Und die müssen irgendwo geliehen, gekauft, geborgt oder gestohlen worden sein. Na, dann bin ich nur froh, dass ich meine nicht drückenden Schuhe angezogen habe. Richtig. Zu traben wird's einiges geben. Wo fange ich an? Na, Sie lassen sich als erstes von der Unfallambulanz eine Namens- und Adressenliste Ihrer sämtlichen Helfer geben. Der Freiwilligen und der Unfreiwilligen. Und checken bei jedem Einzelnen. Und das presto. Ja. Ich nehme mir inzwischen die Kostümverleiher vor. Worauf warten Sie noch? Ich überlege nur gerade. Sie hatten doch immer leise Zweifel an Farthings Schuld, nicht wahr? Und? Sie haben also recht behalten. Meinen Sie? Etwa nicht? Wir werden es ja sehen. Na los, ziehen Sie ab. Bis später. Na, irgendwas erreicht? Nein. Niemandem wurde zu irgendeiner Zeit auch nur ein Hosenbein geklaut. Und Ihre Kostümverleiher? Auch nichts bis jetzt. Zwei über drei sind allerdings noch nicht befragt. Aber ein Problem habe ich gelöst. Und zwar? Die ganze Zeit hat mich beschäftigt, wie die Kerle wohl auf die Idee gekommen waren, als Sanitäter aufzutreten. Dann ist mir ein Artikel eingefallen, den ich kürzlich irgendwo gelesen hatte. Moment, Inspektor, ich glaube, den habe ich auch gelesen. In der Times. Ja, ja. Vor 5 oder 6 Wochen. Richtig. Ein Interview mit dem Chef der Unfallambulanzen.
Da war alles zur Sprache gekommen, was diese Schwester auch vor Gericht aussagte. Personalschwierigkeiten bei Tageseinsätzen, Zusammenarbeit mit Trupps von anderen Stationen und so weiter und so weiter. Stimmt, daher können die Kerle ihren Einfall bezogen haben. Na, sogar sicher. Denn zum Schluss erwähnt der Mann sogar den kommenden Einsatz bei der Supermarkteröffnung. Hier, ich habe mir vom Archiv eine Fotokopie machen lassen. Also das ist ja praktisch ein Beweis, dass Farthing unschuldig ist. Glauben Sie? Inspektor, ich kann keine Rätsel mehr raten heute. Zu müde. Was geht denn jetzt in Ihrem Kopf vor? Mir gefällt dieser verfluchte Knopf nicht, an den sich Farthing so plötzlich erinnert hat. Der passt zu gut ins Loch. Sie meinen, er hat ihn bis dahin absichtlich zurückgehalten? So ähnlich, ja. Ich kann mich natürlich täuschen. Ja, da ist was dran. Warum ist er nicht früher damit herausgekommen? Sie sind Kriminalbeamter, Matthews. Arbeiten Sie mal an dem Problem. Kriminalpolizeiinspektor Quinn. Was ist los? Haben Sie den Rettungsdienst angerufen? Gut, dann veranlasse ich das. Ja, es kommt gleich jemand zu Ihnen. Danke. Was ist denn? Seine Wirtin kam kurz vor 10 nach Hause und hat ihn bewusstlos und blutüberströmt in seinem Zimmer vorgefunden. Ich organisiere. Fahren Sie schon mal los. Inspektor, was sagt man im Krankenhaus? Wie sieht's aus mit ihm? Kritisch. Kritisch? Na, schwere Schädelverletzung. Mit seinem nicht sehr guten Herzen. Was haben Sie hier vorgefunden? Sein Zimmer ist in chaotischem Zustand, alles aufgebrochen und durchwühlt. Aber etwas habe ich gefunden. Inspektor, wie geht es Mr. Farthing? Er ist schwer verletzt, Mrs. Yates. Sie operieren ihn gerade. Ach, du lieber Gott, du lieber Gott. Hoffentlich übersteht er es. Matthews, gehen Sie hinauf in sein Zimmer. Ich komme gleich nach. Ja, Inspektor. Sagen Sie, Mrs. Yates, wann genau sind Sie nach Haus gekommen? Tja, um 9:30 war mein Dienst zu Ende. Mittwochs mache ich immer zweite Schicht. Es muss kurz vor 10 gewesen sein. Und Sie sagten am Telefon etwas davon, dass Sie einen Mann gesehen haben, der aus dem Haus gelaufen kam. Ja, als ich auf die Tür zuging, kam ein Mann herausgestürzt und hat mich fast umgerannt. Aber er war mit einem Satz auf der Straße und gleich darauf verschwunden. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Nein, er hat den Kopf ganz tief nach unten gehalten. Weißes Haar hat er, das habe ich gesehen, ganz hell jedenfalls. Ein älterer Mann demnach. Na, so wie er lief eigentlich nicht. Gelaufen ist er wie ein Junge. Aber sein Haar war weiß, das könnte ich beschwören. Haben Sie gesehen, was er anhatte? Nein, nicht genau. Es ging ja alles so schnell. Es könnte eine Wildlederjacke gewesen sein, aber ich weiß nicht. Als Sie dann ins Haus kamen, sind Sie da gleich zu Mr. Farthing hinaufgegangen? Ja, weil ich sah, das Licht brannte bei ihm und seine Zimmertür offen stand. Aber Inspektor, warum hat dieser Mann den armen Mr. Farthing überfallen? Herr, ich möchte fast annehmen wegen seiner Aussage vor Gericht. Weil in allen Zeitungen zu lesen war, dass er sich so genau an diesen Knopf erinnert hat. Das wird den Männern, die das Geld geraubt haben, nicht gepasst haben. Sie wollten ihm wohl eine Lektion erteilen. Aber warum haben Sie dann das ganze Zimmer demoliert, das unterste zu oberst gekehrt? Das gehört vermutlich auch zur Lektion. Aber ich hoffe nur, Sie werden sie fangen, die Kerle. Das hoffe ich auch, Mrs. Yates. Ja, dann will ich mal jetzt nach oben gehen. Ich bin in der Küche, wenn Sie mich brauchen, Inspektor. Danke, Mrs. Yates. Also, was ist es, was Sie entdeckt haben, Matthews? Da hinten in der Ecke. Eines von diesen Klebebändern, wie sie für Banknotenbündel verwendet werden. Hier. Mit Aufdruck 1000 Pfund in 100 Noten zu 10 Pfund. Das ist ja sehr interessant.
Was zum Teufel bedeutet das? Sagten Sie nicht, ich sei ja ein Kriminalbeamter und soll mal arbeiten an dem Problem? Das habe ich nämlich schon versucht. Ich bin aber nicht sehr weit gekommen. Wissen Sie, was es bedeutet? Ich weiß, was es bedeuten könnte. Was? Dass wir beide recht wenig Grund haben, uns Kriminalbeamte zu nennen. Und, Doktor, eine Möglichkeit, ihn zu sprechen, besteht wohl noch nicht, oder? Ja. Ja, aber Sie lassen es mich wissen, sobald sich etwas ändert, Doktor, ja? Danke. Na? Noch immer auf der Liste der Todeskandidaten. Also, wie heißt der Kostümverleiher? Roswell, Simon Street 31. Und können die den Mann beschreiben, der sich die Uniformen ausgeliehen hat? Nein, weil es kein Mann war. Es war ein Mädchen. Ein Mädchen, sieh mal an. Tja, aber der Inhaber, der sie bediente, kann keine Beschreibung geben. Er ist über 70 und schaut nicht mehr so genau hin. Was für eine Adresse hat das Mädchen denn angegeben? Oh, irgendeine Laientheatergruppe. Sie hatte ein Schreiben mit Briefkopf bei sich. Ich habe die Sache gecheckt, die Leute wissen von nichts. Wurden die Uniformen zurückgegeben? Ja, 2 Tage nach dem Raub. Aber per Post. Das Papier, in dem sie verpackt waren, ist nicht zufällig noch vorhanden? Nein. Tja. Naja, aber wir sind trotzdem einen Schritt weiter. Wir wissen, dass es statt 2 Männern auch ein Mann und ein Mädchen gewesen sein könnten, die Mr. Fasing beraubt haben. Nicht könnten, Inspektor. Waren. Wieso? Einen Augenblick. Oh, ich habe schon gedacht, Sie hätten die Zeit in der Firma für Privateinkäufe verwendet. Nein. Ich habe die eine der 2 Jacken mitgenommen. Hier. Riechen Sie mal. Parfum. Ich bin in eine Parfümerie gegangen. Sie sagen, es sei ein Parfum namens Veilchenduft. Billig. Na ja, wir suchen also nach einem Mann und nach einem Mädchen. Vielleicht ist es das, dass Sie Angst hatten. Farthing könnte sich auch noch daran erinnern, dass einer der Räuber in eine Wolke von Parfum gehüllt war. Glauben Sie? Nur eine Idee. Und wenn ich sage, wir suchen nach einem weißhaarigen Mann und einem parfümierten Mädchen, dann kommen wir auf... Auf Matty Craig und Jackie Flynn. Jawohl, gratuliere. Ich gestehe, Marty war mein erster Gedanke, als Mrs. Yates von dem weißhaarigen Sprinter gesprochen hat. Dann wäre die Sache ja sozusagen geritzt. Er ist auch ganz Craig-Stil. Ohne Tätlichkeiten geht es ja nie bei ihm ab. Eben. Also wenn wir jetzt mal Craig fragen, was er unlängst alles betrieben hat... Versuchen wir es erst bei seiner Adresse und wenn er da nicht ist, bei ihr. Aufmachen, Polizei! Los, Jackie, aufmachen! Wir wissen, dass Craig bei dir ist. Los, Thompson, Tür aufbrechen! Matthews, helfen Sie! Ja, gut. Sieh das Mädchen, Matthews! Thompson und ich nehmen Craig los! Loslassen! Wollte das feine Pärchen zum Fenster rausfliegen, was? So, Craig, nur schön stillhalten. Handschellen, Thompson! Sicher! Fahr zur Hölle! Die Herrschaften wollten verreisen, sehe ich. Wohin sollte es denn gehen mit all dem Gepäck? Das geht euch einen Dreck an! Das Geschäft scheint ja zu blühen. Marty, sehen Sie sich das an, Matthews. Jede Menge Geld. Ich habe gespart. Das erzählt den Geschworenen. Okay, ab mit ihm in den Wagen. Ich verlange, dass mein Anwalt verständigt wird. Wird der gern auf unsere Kosten weiter jetzt los, sonst passiert ihr was. Ihr verfluchten Wollmacher! Lassen Sie mich los, Herrgott, noch mal. Gleich, mein Kind. Und dann darfst du dir auch noch eine Ladung Parfüm überschütten. Denn das wirst du in der nächsten Zeit entbehren müssen. Für die nächsten 10 Jahre, schätze ich. Halten Sie doch Ihren Mund. Beziehungsweise länger, wenn nämlich Mord zur Debatte steht. Weil Farthing nicht durchkommt. Was soll denn dem fehlen? Und außerdem, was habe ich damit zu tun? Fehlen tut ihm genug und mitgefangen, mitgehangen, Schätzchen. Ach, was? Es sei denn, du rückst heraus. Mit was soll ich denn rausrücken? Oh, wenn ich vor Gericht sagen kann, dass du uns bei unseren Untersuchungen unterstützt hast, werden die Geschworenen viel milder gestimmt.
Was wollen Sie denn? Antwort auf ein paar Fragen. Aber Marty erfährt nichts davon. Naja, bei der Verhandlung muss ich natürlich meinen Spruch aufsagen. Aber dann ist er sowieso schon auf dem Weg, endgültig hinter dicken Mauern zu verschwinden. Also? Okay. Fragen Sie. Ist das wirklich so wichtig, Inspektor? Ja, Doktor. Sie wissen, dass er im Sterben liegt? Ja. Weiß er es? Ja, ich glaube schon. Also gut, 5 Minuten. Aber bitte fragen Sie nicht mehr als unbedingt nötig. Ich danke Ihnen, Doktor. Mr. Farthing, hören Sie mich? Ja, Inspektor. Ich habe vor 2 Stunden Marty Craig und Jackie Flynn verhaftet. Ich kenne jetzt die ganze Geschichte. Das ist gut. Da bin ich froh. Der Plan stammte von Ihnen, nicht wahr? Ja. Ja, von mir. Aber Sie haben Ihren Komplizen nicht reinen Wein eingeschenkt, nicht wahr? Die beiden dachten, die 500 Pfund für jeden seien ein fairer Anteil. Bis Marty in der Zeitung las, dass die Beute 6.000 betrug. Dann verlangte er eine Lohnaufbesserung, stimmt's? Ja. Und als sie sich weigerten, ihm über den Rest Auskunft zu geben, schlug er sie zusammen. Sie und ihr Zimmer. Hat er das Geld gefunden? Ja, im Schreibtisch. In den sie alles bis auf den Lohn für die Komplizen einschlossen, bevor sie sich an dem Tag von Morden aus auf den Weg zur Bank machten und der ihnen nach ihrer eigenen Disposition am selben Tag in ihre Wohnung zugestellt wurde. Die Firma Morton hat ihnen also genau genommen das Geld selbst ins Haus getragen. Ja. Und im Übrigen verlief alles wie am Schnürchen. Sie erinnerten sich zur rechten Zeit an den Uniformknopf. Das Gericht entschied auf nicht schuldig. Ja. Sie wurden auf freien Fuß gesetzt. Sie hatten das nötige Geld, um ihrer Schwester zu helfen. Aber dann kam Marty und stattete ihnen einen Besuch ab. Ja. Ja, glaubten Sie denn, er würde stillhalten? Das war ein Risiko. Aber ja, ich glaubte es. Das war ein böser Fehler. Mr. Farthing, warum mussten Sie denn einen Diebstahl begehen, um Ihrer Schwester zu helfen? Sie kann nichts dafür. Bestimmt nicht. Ich... Inspektor. Ja, gut, Doktor, ich komme. Inspektor. Mr. Farthing. Es tut mir leid. Und wann ist er gestorben? 3 Stunden später. Um 8 Uhr. Weiß Marty schon, dass es jetzt um Mord geht? Ja. Farthing, tut mir leid. Da wird ein Mensch wie er zum Verbrecher, weil er seiner Schwester helfen will und muss sie dann zum Schluss erst recht in Not zurücklassen. Das kann ihm den Tod nicht sehr leicht gemacht haben. Er lässt seine Schwester nicht in Not zurück. Sie bekommt 10.000 Pfund. 10.000 Pfund? Farthing hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Zu ihren Gunsten. Das habe ich aber erst heute festgestellt. Na, dann ist sie wenigstens aus dem Schlimmsten heraus, auch wenn der Plan schief ging. Ging er denn schief? Wie? Was soll jetzt das wieder heißen? Sehen Sie, Matthews, Farthing konnte sich ausrechnen, dass er freigesprochen würde, aber auch, dass er das gestohlene Geld eine lange Zeit nicht würde anrühren können, ohne sich verdächtig zu machen. Naja, ich habe mich auch schon gefragt, ob er sich das klar gemacht hat. Hatte er, bestimmt. Farthing war alles andere als dumm. Nein, ich musste anders überlegen. Warum hat Farthing sich einen so harten Burschen wie Marty Craig als Helfershelfer gesucht? Hat Jackie etwas darüber gesagt, wie er auf ihn gekommen war? Ja, vor einem halben Jahr stand Marty wieder einmal wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht und kam nur frei, weil die Zeugen alle umfielen. Davon hatte Farthing gelesen.
Jedenfalls hat er Marty erzählt, das hätte ihm großen Eindruck gemacht. Dann muss er ja gewusst haben, was für ein Kaliber Marty ist. Hat er auch. Und das beantwortet meine Frage. Er hat ihn sich eben deswegen ausgesucht. Er hat darauf spekuliert, dass Marty rot sehen würde, wenn er dahinter käme, dass er abgespeist worden war. Und Sie damit sagen, Farthing hat erwartet, dass Marty ihn zu Tode prügelt? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, darauf war sein ganzer Plan aufgebaut. Das ist ja nicht zu glauben. Farthing wusste, dass letztlich nur noch die Summe seiner Lebensversicherung seiner Schwester entscheidend helfen konnte. Selbstmord kam nicht in Frage, weil Tod durch eigene Hand aus der Police ausgenommen war. Also musste er eine Situation schaffen, die möglichst sicher zu seinem Tod führen würde. Können Sie Ihre Theorie beweisen? Nein. Aber sie ist richtig. Bestimmt. Haben Sie Farthing noch danach fragen können? Das habe ich gar nicht erst versucht. Er hätte das niemals zugegeben. Dann hätte also sein Plan genau funktioniert. Ja, genau. Und Farthing starb glücklich. So viel steht für mich fest. Für ihn ging die Rechnung auf. Sie hörten? Die Rechnung geht auf. Von David Ellis.